Servus Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer Let's Play auf der Hof-Bergmann-Map. Wieder mit am Start ist der Christian. Hallo. Und ich. Ja, ich fahre jetzt Feld 20 mit Kalkstreue. Der Christian hat jetzt gerade das Weizen abgeholt, was wir gerade geerntet haben. Und auf dem Feld, das hat er jetzt hochgefahren. Ich habe den Drescher auch schon abgeholt und anderer Schneidwerksbarke holen, Nummer Gräser. Jetzt, wie sieht's aus? Konntest du das Weizen so in den Kippen oder? Nein, geht noch nicht. Nein, gut, dann müssen wir mit dem Frontlader. Ja, gut, mache ich das. Halt mit dem Frontlader. Arbeiten. So. Na egal, wenn's nicht geht, dann geht das. Fertig. Ja. Alle kannst nicht. So, jetzt Feldbegrenzung abschalten. Das heißt, normalerweise müsste Feldbegrenzung aus sein, ne? Ja. Die Regel ist immer an, ja. Dann dürfte normalerweise kein Kalk neben rausschießen. Was ist hier mal gespannt, wa? Was soll man set in die Trocknen inhauen, oder? Ne, Trockner wollte ich eigentlich Stinksten machen, Gerste. Ah, okay. Aber da ist schon nämlich Stubbeln, ne? Ja. Ne, also ich wollte gern Gerste rumballern, ja. Gut. Gib mir das ins Lager. Du guck, wie es drin aussieht, oder? Ist noch viel drin oder was? Oder dem Trocknungsding da? Oder soll ich laden hinhauen? Im Trockner? Nee, Gerste kann schon hinhauen, ja. Ah, gut. Gerste kann schon hinhauen. So, wir mal gleich unser Bildchen, dann haben wir das eine uns. Interessiert mich aber was. Aha. Jetzt verbraucht er Kalk. Was die ganze Zeit jo nicht war. Nee. Hä? Was ist los? Wollte, mach was will, aber. Achso, das bin ich gewählt. Hallo. Das bin ich gewählt. Macht alles immer, was es will. Na komm schon. Das backt ein bisschen da rum, da das Rohr. Komm mal mir. Das Rohr backt. Erste. Ja, jetzt ist es nicht so realistisch, dass es Kalk verballert wird, ne? Ja, ja. Weil vorher bin ich ja Kalk gefahren und hat ja irgendwie nichts gebraucht. Das fand ich ja doof, aber konnte ich nicht erinnern. Ja, klar. Gut, hätte ich auch noch eine Kalkstreuer nehmen können, jo. Ich meine, wir haben ja noch eine große, ich glaube Strautmann ist es, ne? Ja. Dann haben wir ja auch noch mit drin. Aber noch kein Geld dafür. Außerdem die Felder, wo wir jetzt noch haben, die kann ich ja mit den Kleinen durchstreuen. Wenn du jetzt ein bisschen größere Felder hast, kannst du, ja. Ja, ja. So, nach erledigter Arbeit
Würde ich sagen, fahren wir wieder auf. Der Hof. Ja. So. Alles nie gekippt. Okay. 18.000, man nie gemacht. Ja. Du hast gut, oder? Was hast du denn gemacht jetzt, Seedmaster? Der Trocknete. Okay. Der Wäschetrockner. Der Wäschetrockner, ja. 14.000, ja. Gut. Der war leer. Okay. Seedmaster? Ja, das mach ich jetzt. Okay. Dann nimm du dir den Seedmaster vor. Und ich fahr. Schon jetzt parkt der, wo der Kalkstreuer gestanden hat. Hm? Danach schnapp ich mir das Kottefass, fahre in die BGA und tank schon mal ein bisschen Gas ab. Mach das beim Trockner da drin, dass der Aufwand zu schaffen. Dass falls mal große Nachfrage käme, dass wir mal was haben. Ne? Ja. Wäre vom Vorteil, sag ich mal. Oh, los geht's. Das Kottefass. Das Kottefass. Wird leer. Ja, reit falsch an Scheiße dann. Tja. Ist mich wundert. Ich habe bis jetzt noch kein Fail. Und die Video, ja, ja. Das Video ist zur Hälfte schon vorbei. Kann man sagen, und noch kein Fail. Wo gibt's sowas? Ja. Wahrscheinlich, ja, ich weil ich mich ein bisschen zusammenreiß. Ja. Mach ich halt mal. Und ist nicht auf Tape. So. Da können wir mal ein Auge drauf schmeißen auf unsere wunderbar angelegte Wiese. So. Jeder Golfplatz steht jetzt neidisch, wäre. Das kann gut sein, ja. Auf das Grün. Das hatte Christian noch einwandfrei gemacht. Unser Greenkeeper. Ich war gestern immer. Oder White. Wo? Seedmaster. Machen wir White zusammen. Hier geht auch noch Scheiben brutzeln. So muss das. Verstehe ich. Ja, guck mal, da scheiß Feier da oben rausbrodelt. Könntest du jetzt mal so schön ein Marshmallow drüber halten? Bis jetzt an Gas. Gas, Gas, Gas. Wir brauchen Gas. An Gas haben wir jetzt Weiße. Gas haben wir komplett abgetankt. Wir haben jetzt. Ja, das haben die Schlitz geholt. Was? Ja. Gas haben die leer gemacht. Wann? Weil wir spielen erst her. Seit, ja, noch nicht so lange her. Wir haben auch die 1.2 jetzt hat. Da war doch Bio, die BGA war doch komplett leer. So. Das ist jetzt die erste Ladung, wo wir eigentlich abholen. 12.000 Liter. Ich weiß ja, nicht, was eine. Die Altversion noch. Ich weiß nicht, was eine Trockner geht. Füllen jetzt einfach mal auf. Und den Rest fahren wir halt wieder hoch ins Lager. Würde ich fast behaupten. Ja. Ich meine, wir könnten es auch verkaufen, aber wir brauchen jetzt am Anfang erst mal ein bisschen. Dass das alles mal ins Rolle kommt, so langsam.
Hoppla. Hier nach oben gemacht. Yeah. Ah, hallo. Tja, geht's vorwärts. Mehr der Triggerpunkt für den Wäsche, falls zum Infüllen in die Schaufel. So. Jetzt reißt du schon rüber, Kapitän. Ja, fahren runter geht, Bulldog, gell? Merkst du richtig von dem, wenn er dann infüllt, ey? Ja, ja. Ja, fein in die Knie geht, ey. So. Einmal füllen. Geht noch hin. Gas. Oh, Gas. Oh, Gott, der Leute, geht ja alles hin. Geht, ja, ich fand den kompletten Hänger, bei mir auch nicht gemacht. Ach, hey. Komplette 12.000 Liter Gas gehen und. Ja. Ich habe schon gedacht, ich müsste vielleicht nochmal Luft fahren. Dann, Flüssigdünger. Da gehen aber nur 1000 Liter, glaube ich, gell? Ui. Ja. Ja. Da steht ein Fendt. Hm? Wer hat denn so beschissen durch geparkt? Ja, und den ist ja hier gestellt, du bist ja gegengefahren. Ja, nicht doch vorhin hier gestellt. Wann hat der Steger? Befüllung startet, was so. Nein, 182 Liter. Fast auf 1000 abgestoppt. Das müsste voll sein. Fast. Jo. So. Oh, fahren wir das Fass wieder zurück. Fahren wir ja eigentlich jetzt nicht mehr. Ah, mal gucken, vielleicht tun wir kann man ja bald mal ohne bei den Kühen ganze Mist rausballern und ja. Ob wir in eine Mischlager fahren. Ja, ich denke mal, eher Schaufel kriegen wir noch hin. Ja.
So, was wollte ich jetzt machen? Was wir machen könnten. Ja, Hubwetter, das gibt's hier Ja. nicht. Wie weit bist du? Wie viel Gras haben wir denn überhaupt noch drin im Lager? Das geht schon nicht. Ach, 7000 Liter. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Und rein damit. So wie. Ja, voll. Fertig. Voll, ne? Yep. Guti. Dann haben wir jetzt hat. Seedmaster läuft. Getreidetrocknung läuft. Feld gedüngt. Abgehakt. Dann würde ich sagen. Haben wir alles für den Part gepackt? Sind wir durch? Ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten reinhauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.